Was geht, Freunde? Euer Benny hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ja, Clash Royale, wer hätte gedacht? Jo. Ich hab mal wieder Bock. Ich hab gesehen, ein großes Update ist rausgekommen. Da bin ich mal auch ganz gespannt, weil man kann wohl Karten tauschen. Was sich schon mal ziemlich gut anhört, wie lang. Hier kann man hier irgendwas. Legendaries kann man auch tauschen. Boah, geil. Was ist das hier? Ach, da kann man. Ah, da kann man Emojis reinschicken. Das ist geil. Ja, Freunde. Willkommen zum weiteren Video. Hier wollen wir schon erstmal ein paar Chests hier öffnen. Easy. 300 Münzen abgeholt hier. Können wir machen. Ich würde sagen, machen wir später auch noch ein Match hier. So, erstmal Schneeball upgraden. Habe ich nicht auch auf Level 9? Ich bin nicht mehr so der aktive Zocker. Ich spiele zwar hin und wieder noch. Jo, was mir auch aufgefallen ist, die Legendaries sind ein bisschen hochgegangen von den Leveln. Ja. Verwirrt mich so ein bisschen, dass die hochgegangen sind. Und die Epics ja auch. Ist jetzt ein bisschen umständlich, aber kann man machen. Und ich sehe hier, Koboldriese ist eine neue Karte. Das hört sich interessant an. Und natürlich, Friedhof fehlt mir immer noch. Ja, Freunde, und wenn ihr ein bisschen mehr von mir sehen wollt, auf Instagram, ja, da bin ich ein bisschen aktiver, da heiße ich Benny_zockt_yt. Da bin ich ein bisschen aktiver, ja, pack da ein paar Sachen rein, mach vielleicht auch mal hin und wieder einen Livestream, wisst ihr Bescheid, Freunde, aber ich würde sagen, wir machen mal wieder ein kleines Match, ja, habe ich Bock drauf. Und ja, gucken wir mal rein. Duokampf mit Age of Empires gegen Adi und H. der Delgado. Schön. So. Prinzessin erstmal reingesetzt. Naja, ja, als easy. Aber easy gekontert, die Elite-Barbies. Die packen gut und gerne auch mal ein bisschen ab, ne? Kennt man ja. So. Oh, der macht aber nicht so viele Probleme. Das ist natürlich sehr gut. Ja, der Mega-Ritter ist natürlich nicht schlecht, ne? Keine schlechte Karte. Wir haben eine Menge Schaden gemacht am hinten Tower. Meine Fresse. Das ist lecker. Das ist richtig lecker. So, was machen wir denn jetzt hier? Komm, wir greifen mal an. So, jetzt habe ich auch gleich wieder einen Lava-Hund. Da haben wir alle richtig Bock drauf. Muss ich mal so behaupten. So. Gegner sind es natürlich nicht besonders erfreut, dass wir hier am Angreifen sind. Kann man durchaus verstehen. Den Feuerball kann man durchaus nicht verstehen. Also zumindest ich nicht. Naja, was willst du machen, ne? So. Ja. Wenn Scheiße läuft, läuft Scheiße, ganz einfach. Ich hoffe, der Lava und der macht da ein bisschen Schaden. Wo ist der Tower down geht, aber das kann ich noch nicht vergessen. Nein, ich lasse es erstmal. Oder nee, ich baller da einfach mal ein Feuerball drauf. Die werden ditte. Nicht schlecht, bloß jetzt hab ich die Tür mein ganzes Elixier verbraten. Ist natürlich auch geil, ne? Ja, okay. Ja, okay, ich hab's ab jetzt. Das sieht nicht so gut aus, aber wir haben immerhin schon mal einen Tower. Oh, ja, komm, nimm mit. Ich hab Bock drauf zu kontern, Alter. Scheiß Königsriese, ey. So, es ist auch schon die Double Alex Time. Mann, alter Ofen, Königsriese, was noch? Elite Barbies haben sie ja auch. Meine Jüde, ey, was macht mein Teamkollege da? Och Menno, der gibt doch nur vor Maul gerade. Oh, Teamkollege, der macht aber gut Damage. Als ob der. Wow. Das hätte ich nicht erwartet. Das war gut gemacht. Die Gegner haben sich wahrscheinlich auf mein Lava fokussiert. Das Problem ist, dass wir jetzt ein Problem haben. Es ergibt keinen Sinn, das weiß ich, aber wir haben ein Problem. Wir müssen unsere Feuerbälle aufbewahren. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Leck mich! Wir mit dem Sieg nach Hause gehen, das heißt, wir machen noch ein Match. Das war mir jetzt zu blöd.
Och man, das lief doch so gut, was ist denn das hier? Age of Empires, du enttäuscht mich gerade ganz schön gut. Ich hab auch Scheiße gespielt. Vergessen wir alles. Neuer Run hier am Start. Machen wir noch so ein fettes Spielchen hier. Level 11 gegen Level 12. Mit den Kilito gegen Rey, Arturo und Lukas. Kommt Lukas aus meiner Klasse und ich kenne Rey Mysterio, aber mir auch nicht. Oh Mann, meine Witze sind wieder so schlecht heute. Ja, Barbaren reingesetzt. Level 5? Was? Wo sind die Dinger Level 5? What the fuck? Ja, er fragt sie auch schon, ne? Level 5? Was? Ja. Joa, das sieht doch ganz gut aus. Jawohl, schön reingesetzt das Ding. Und Damage ist da. Jawohl. Hammer Tower. Ja, Hammer Tower. Sehr gut. Junge, ich weiß ja nicht, was du hast. Ihr könnt doch auch wieder nicht. Verpisst euch. Vierte. Was ist denn das? Kollege, ich habe keine Elixier mehr. Du musst mir mal. Oh, das ist nicht Holz rein. Egal. Nächster Tower. Easy. Ich muss auch wieder ein bisschen reinkommen hier ins Spiel. Ja, das sage ich jedes Mal, wenn ich hier Let's Play mache. Eine Ausrede muss ich erfinden. Das war aber gut. Das war sehr gut, Freunde. Das war sehr, sehr gut. Das war Wunderbärchen. So. Lassen wir die mal ankommen. Das kann ich machen. Ja, schön, dass wir betet auf 1 kontern. Ist natürlich sehr cremig. Aber die Princess sollte nicht so viele Probleme machen. Und das sollte der 3 Kronen Win werden. Hm? Hat er Bock? Aber natürlich hat er Bock, aber so richtig. GG, Freunde. GG. War ein gutes Spiel. Goldtruhe noch mitgenommen. Und ich würde sagen, ein Spielchen machen wir noch, weil wir haben 9 von 10 Kronen. Dann holen wir jetzt einfach noch die eine Krone und dann machen wir noch schnell die Kronentruhe auf. Ist zumindest so mein Plan. So, 10er gegen 10er. Können wir machen. Alles easy mit dem Vampir gegen Xing Chang Chong und Guy. Ist natürlich nicht schlecht. So. Princess schon mal hinten ran gesetzt. Ja, so wie ich die Pros immer machen. Oh, oh, jetzt wird mir schlecht. Jetzt wird mir dezent schlecht. So. Das ist so der Moment. Da wird dann immer dezent schlecht. Oh Mann, ey. Jawohl, sehr gut. Sehr nice. Gut gekontert, Rasko. Ja, ein Packer kann schon eine Menge ausmachen. Ich finde den gar nicht so schlecht, wie ich ihn früher noch fand. Früher, ja, ich habe zwar heute genauso wenig Verwendung wie früher, aber ich finde den schon geiler. Ich hab ja jetzt auch schon so alle Truppen in der Schweiz kennengelernt, außer halt, ja, der Partner rausgekommen ist. Echt 12, eieiei. Okay, komm, wir kommen mal mit dem Hund. Wir kommen mal mit dem Hund. Mit dem dummen Hund. Ach, der hätte ja nicht setzen wollen. Naja, machen wir den Witz. So. Double Princess? Nee, komm, ich mach das so. Das ist doch eklig, was ihr hier macht. Das ist doch wieder sau eklig. Freunde, was ist denn da los mit euch? Das gefällt mir ja nicht. War zwar ein bisschen Damage da. Ich hab aber mehr erwartet. Okay, auch J. Auch J. Auch J. Na gut, sehr schön. Ich hab aber trotzdem saumäßig viel Schaden gemacht, was mir ja nicht so gefällt. Gefällt mir überhaupt nicht. Aber komm, bisschen Schaden auf dem Tower. Wir brauchen nämlich ein Grünchen. Wir müssen nicht mal gewinnen. Hauptsache, er gibt hier ein Grünchen. Und es sieht sehr gut aus. Das sieht wunderbar aus. Ja, das sieht doch gut aus. Komm, bauen wir noch einen Tunnelgeberin und einen Feuerballrennen hier im Mobster.
Oder ist der Dauer, da ist die Grundruhe, das ist wunderbar. Vielleicht sogar auch noch der Sieg, weil, ja, wir sind nicht, weil jetzt kriegen wir. Jetzt siehst du mit ein bisschen auf die Fresse. Meine, Alter, meine Herren. Die gehen aber ganz schön rein, ne? Das gefällt mir gar nicht. Meine Herren, Alter. Jo. Je nachdem, kriegen wir auch nochmal vor den Sack. Sehr gut. Naja. Jetzt scheiße läuft, jetzt scheiße, wisst ja schon Bescheid. Bauen wir einfach alle darin, auf viel Glück. Ja, oder auf viel Pech, kann man auch sagen. So, haben wir Feuerwehr aufgesetzt. Hier Inferno Ring. Und Mann, ey, man schwitzt, ich höre die Heizung an, ist, man schwitzt beim Zocken, Alter, so richtig hart. Kennt ihr das? Ihr seid so richtig vertieft, da fangt ihr an zu schwitzen. Oh Mann, das sind so die richtigen Schwitzer, ey. Oh Mann, ich gönne denen das nicht. Die dürfen leben. Ich gönne denen das nicht. Jetzt ehrlich, ich will nicht das. Das war gut gekontert. Boop, Feuerball for the win, sehr gut. Oder Feuerball vor der Draw, unentschieden. Easy Nummer, haben wir gewonnen. Oder gewonnen, was heißt gewonnen? Unentschieden, ich bin ein bisschen verwirrt, Freunde. Unentschieden haben wir. Legendary aus Grundruhe haben wir auch noch. Ja, ein bisschen Friedhof, ich ziehe ihn einfach nicht. Das wäre mal Zeit. Let's go. 900 Gold, 2 Juwelen, Fledermäuse und es gibt nicht mal eine Epic. Nice! So, hier nochmal eine Belohnung, hier ein Ballon nochmal. Siehst du, da haben wir unsere Epic und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Folgt mir auf Instagram in die Beschreibung, da ist mein Name nochmal eingeblendet. Und ja, gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und haut rein.